Ahoi, ihr lieben Menschen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder eine Indie-Brand, die eine Lidschattenpalette rausgebracht hat. Und zwar ist mir da so ein kleines Malheur passiert. Ich habe das Paket bekommen und habe das einfach schon mal zusammengebastelt. Ich wusste auch nicht, dass das so ankommt. Und zwar so. Hier waren die Lidschatten drin. In so Nupsis verpackt und die habe ich dann zusammengebastelt und die Leerpalette, die Garden of Love, war hier drinne und da ist das gute Stück. Das ist die Shine by SD Cosmetics Garden of Love Palette. So. Ich habe keine Ahnung. Die habe ich halt so zusammengestellt. Ich weiß nicht, wie sie original aussieht. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Das ist ja dann auch egal. Wir haben hier Chrom-Lidschatten. Ich glaube, Multichrom auch. Und Schimmer-Lidschatten. Und ich fand das halt interessant. Das ist eine neue Brand, die das mal so zusammengestellt hat. Und finde ich nett. Sehr, sehr süß. Und ich würde wir swatchen erstmal. Ich prime erstmal mein Eyelid. Mhm. Und kann man auch sagen, ist aber nicht so sexy. Und dann werden wir sehen, dass es dann Zeit hat einzuziehen, weil das sind ja nur 6 Lidschatten, die können wir dann mal eben schnell swatchen. Und dann ist das Auge auch, oder die Augen auch vorbereitet. So. Das geht doch hier flott. So, jetzt swatchen wir mal. Ich fange hier mit den, steht das überhaupt drauf, wie die Töne heißen? Was ist das überhaupt? Ja, ich werde euch, wenn ich das schaffe, einblenden. Wir swatchen jetzt erstmal diese Töne. Es ist so ein Stern drauf gedruckt. Leider geht er beim ersten Krabsch hier weg. Das ist ein super, oh mein Gott, ein super schönes, schweres Silber. Die sind leicht angefeuchtet. Das ist ein Multichrom. Wow. Ich gehe ganz vorsichtig rein. Wow. Auch ein Multichrom. Das ist so ein Chrom-Topper. Wow. Und dann hier so ein Grauen noch. Muss ich gleich nochmal in den... Das war jetzt hier nichts. 6 Töne, ich habe nur 5. 4 Finger, 1 Daumen. So, nochmal von vorne. Der graue. Oder grüne. Grün ist das. Wow. Oh ja. Das ist natürlich was für mich. Und dann haben wir noch einen ganz hellen. Der ist auch sehr... Wow. Wow. Wow, ist das schön. Okay, ich bin gespannt. Ich würde sagen, dass ich mit dem dunkelsten Ton außen anfange. Ich sollte jetzt eigentlich vielleicht einen schwarzen nehmen. Aber nee, ich gehe jetzt mit dem Multichrom als Hauptton hier in die Seite. Und, nee, so rum. So seht ihr das nämlich und versucht das jetzt mal hier. Einzuarbeiten. Weil dann sehen wir auch, ob wir die Palette alleine mitnehmen können oder auch nicht. Der deckt sehr, sehr gut ab. Ich habe halt leider keine Informationen von der Brand. Ich weiß nichts. Das ist halt eine Indie-Brand. Fertig. Mehr weiß ich nicht. Und das, ich hatte das bei Instagram gesehen, das sah sehr, sehr schön aus. Und sowas müssen wir natürlich dann haben, unterstützen, fördern. Das sieht sehr gut aus bis jetzt. Ich möchte jetzt mit dem... Machen wir es mit dem Rot. Gehe ich hier mal ran. Ich
Da haben wir jetzt die Multichroms natürlich jetzt hier richtig, so seht ihr auch was, verarbeitet. Also es ist grün-rosa. Interessant auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ich gehe mit dem, was mache ich jetzt mit den anderen Farben? Mit diesem Grün hier, jetzt gehe ich erstmal unters Auge. Mit dem kleinsten Brush, den ich habe. Und teste das mal aus. Der ist nicht so chrom. Den kann man, hoch mein Licht, den kann man sehr, sehr gut benutzen, um präzise Sachen zu machen. Sehr, sehr, sehr gut. Natürlich ist ein bisschen shiny alles, aber das ist sehr, sehr, sehr solide. Mir gut. Kann ich so einen kleinen Ring mitmachen? Gefällt mir. Supi. Okay, das arbeite ich hier noch ein bisschen aus. So. Ja, ich möchte natürlich auch gerne den Silberton benutzen, der mir so gut gefallen hat als erstes. Und den setze ich mir hier vorne rein und hier. Okay, cool. Um das zu pointen, meine Pinsel ein bisschen wegpacken, so, ob ich hier nicht durcheinander komme, möchte ich so, ich möchte natürlich noch ein Highlight setzen, dann nehme ich diesen Ton hier, den, ist das Pink, weiß ich gar nicht, den setze ich mich jetzt hier rein. Nicht zu doll, sehr, sehr gut. Und dann möchte ich auf jeden Fall ein Highlight setzen über dem Lidschatten und unter der Augenbraue. Und da nehme ich den ganz äußeren, den hellen hier, natürlich. Und den versuche ich jetzt hier einzubauen. Yes. So ganz, ganz, ganz dezent. So habe ich alle Farben, glaube ich, gebraucht. Ich mache schnell die andere Seite fertig und dann sprechen wir uns. Ihr Lieben, so, ich habe das jetzt mal hier aufgetragen. Es ist alles wunderschön. Die Farben sind total schön. Was ich nicht ganz so gerne mag, sind diese Farben, weil es keine matten Farben sind, unterm Auge zu machen. Also das gefällt mir nicht so wirklich. Da gehe ich jetzt nochmal mit einem, gehe ich mit der, da ist ein schwarzes drin, matt schwarz. Und da gehe ich nochmal unters Auge kurz und versucht da noch ein bisschen was rauszuholen. Weiß nicht, ob das jetzt so drüber ist. Wir werden sehen. Dafür testen wir das ja. Ja. Okay, jetzt gefällt es mir schon ein bisschen besser. Also als Topper ja, einzeln eher nicht für mich, weil es dann irgendwie ein bisschen
nicht so geeignet ist. Aber ansonsten mega gut als leider, es geht auch solo, natürlich. Dafür sind die Farben da, aber trotzdem wunderschöne Farben. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das aufzutragen. Und jetzt finde ich es sogar ein bisschen besser. Ist ein kleiner Ring drin, es ist sehr, sehr schöne Farben. Man kann da verschiedene Sachen mitmachen. Ein Smoky Eye, hier so grün, rosa, lila, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ankommt, aber mir ist es eher rosa, Smoky Eye, verschiedene Sachen. Man hat 6 Farben, die Highlights sind super schön dezent. Man kann sie auch knallig machen. Man muss sie dann halt nur bearbeiten und die Pigmente aufbrechen beim Einarbeiten. Und das ist hier Garden of Love von, jetzt mal gucken, wie die heißen. Ich kann es mir voll gar nicht merken. Einen Moment bitte. Steht auch hier nicht drauf. Shine by SD Cosmetics. Also SD Cosmetics ist oder SD Cosmetics ist wohl die Brand. Ich weiß es halt nicht. Wir werden sehen, was da noch rauskommt. Auf jeden Fall gefällt mir das. Ich freue mich, dass ich dieses kleine Schätzchen in meiner Sammlung habe und werde da bestimmt noch viel mit experimentieren. In diesem Fall und in diesem Sinne auf jeden Fall. So, wünsche ich euch einen flotten Tag und bitte, ihr lieben Menschen, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Ciao.